Es gibt zwei Hauptdokumente, die mittlerweile vorgelegt werden müssen beim Hausverkauf. Und das ist das sogenannte Energiezertifikat und die Wohnbarkeitsbescheinigung. Das auf Spanisch heißt Cédula de Habitabilidad, das ist die Wohnbarkeitsbescheinigung, und Certificado de Eficiencia Energética, das Energiezertifikat. Beides wird vom gleichen Architekten vorbereitet. Das heißt, man fragt einen Architekten nach, der soll vorbeikommen bei sich zu Hause und soll den Energiepass ausstellen und diese Wohnbarkeitsbescheinigung. Beide haben eine Gültigkeit von 10 Jahren, aber normalerweise ist die Cédula speziell, die Wohnbarkeitsbescheinigung, schon seit längerer Zeit ausgelaufen, deswegen muss eine neue erstellt werden. Und das wird, wie gesagt, über einen Architekten vorbereitet. Das muss allerdings auch dann im Rathaus registriert werden. Aber im Prinzip ist es ein bürokratischer Prozess und das geht recht fix. In Orihuela Costa ist etwas umfangreicher als hier in Torrevieja, aber dadurch, dass es über den Architekten erledigt wird, ist es eigentlich kein größerer Deal. Das Energiezertifikat ist heutzutage verpflichtend, weil es geht in den Konsumerschutzgesetz. Das heißt, der Konsument, der Käufer hat den Anspruch darauf, hat das Recht darauf zu wissen, welchen Energiebedarf hat ein Haus. Das ist genauso, würde man sich einen Kühlschrank kaufen, da weiß man auch, ist es A+ oder A++. Beim Haus ist es mittlerweile das Gleiche. Auch wenn kein Käufer noch sich für ein Haus entscheidet, ob es aufgrund des Energiebedarfs, aber es ist ein wichtiges Dokument und ohne das Energiezertifikat kann man leider das Haus heute nicht mehr verkaufen. Es muss vorgelegt werden, es wird auch vom Notar geprüft, genauso wie die Wohnbarkeitsbescheinigung. Also die beiden Dokumente sind sehr, sehr wichtige Dokumente, müssen vor dem Verkauf schon vorbereitet und vorgetragen werden, also dem Notar hingeführt werden.